Das habe ich gerade nicht gelesen. Ach so. Auf die Dächer. Bogenschützen auf die Dächer. Ach so. Na, das ist mal was ganz Besonderes. Okay. Gerade ein bisschen kompliziert hier. Zerstöre den Katapulturm. Ja, das würde ich ja machen. Wohin muss ich? Ah, wahrscheinlich hier. Marius, wir können sie von rechts flankieren oder den Skorpion für unserer Linken übernehmen. Was meinst du? Bring es zur Ecke los! Komm schon, Männer! So. Au. Mit dir nehme ich's an. Falsche Taste wieder. Nein. Okay, entweder Skorpion nehmen oder von rechts flankieren. Ich glaube, wir flankieren. Bogenschützen! Nutzt die Fässer als Deckung! Vorwärts! Zur Mauer! Cool, dass wir einfach da warten. Ja, das... Der hat wieder keine Munition. Wo sind... Ah, da ist er. Willst du die nicht nehmen? Willst du die nicht nehmen? Er will die nicht nehmen. Okay. Willst du die... Ah, jetzt auch. Gut, danke. Den Brückenmechanismus, wenn er sich ein Pilum greift. Lasst ihn nicht herüber! Du solltest... Ich weiß gerade, aber ehrlich gesagt nicht, was ich... Was ich hier machen soll, warte mal. Tötet sie alle! Ich kann hier auch nicht mehr runter.
Ah, hier sind Impeder. Okay, alles klar. Komm, treff doch. Also. So, und jetzt? Ich muss dahin. Ah, jetzt. So, nochmal. Ja, checkt halt das mit dem erst sehr gut. Naja, okay. Sehr gut. Verpulten Sie da oben. Folgt mir. Los. Dein Vater war ein Mann des Volkes, Marius. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu dienen. Hier lang. Eine Schriftrolle aufgesammelt? Okay. Die Treppe hoch! Los! Zweiter Weg. Räuber! Tötet sie! Nehmt das Katapult ein und zieht damit auf den Turm. Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Ihr haltet die Bastarde auf. Verstanden? Kann ich das nicht nehmen? Naja, okay. Sind am Katapult! Zustand des Katapults. Ah, jetzt kann. Okay. Jetzt kann ich das ein. Zum Glück gab es so ein Maschinengewehr Skorpion noch nicht damals. Auch mal ganz kurz sein Leben. Sehr gut geschehen. Bin ich ein bisschen mal wie ein Vampir. Oh, voll an die Wand genagelt hier. Gemeinsam an und dann treffen sie nicht gemeinsam an. Noch so einer.
Mal schauen, ob ich die ohne diesen Hyper-Ding machen kann. Ist ausgerichtet! Gerade ausweichen. Naja. Ja, solange ich mich ja wieder heilen kann, ist das glaube ich kein Problem. Da einfach nur zuschauen. Ja, und schon wieder das Schild in der Luft gedient. Okay. Sein mächtiger Angriff war schneller. Warte, ich geh mal hier ein bisschen. Also. Katapult feiern. Feuer! Ja, bitte. Ein mächtiges Gerät. Ja, jetzt kommt die Legion an, ne? Bam, 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 bam. Ja, du bist ja auch fertig, dann können die ja mal herkommen. Ja. Unsere Göttin war auch da. Ah, der, cool, der bringt uns unseren Helm. Kommandant! Hier gefühlt nur einer ruft. Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre! Salutiert euren neuen Centurio! Schon gut, schon gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist! Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation!
Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Entschuldigung. Die Musik halt. Kommandant, König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren! Nach York! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes, wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Speer berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden. Anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio! Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist mir eine Ehre. As always. So. Ja. Also historisch gesehen ist das gerade ein bisschen semi-gut, finde ich. Also so, die Boudica ist ja, war die Königin der Ikena und die waren von Anfang an eigentlich Verbündete von Rom, bis der König gestorben ist und die Königin ist ja bei den Briten eigentlich gleichgestellt, also das heißt, die Königin übernimmt dann das Ruder, aber das wollten die Römer nicht. Und dann haben die sie sehr krass geschändet, sage ich mal. Also die drei Töchter, die noch Jungfrauen waren, wurden auch vergewaltigt und so weiter. Und dadurch ist dann die Boudica zur Rebellin geworden, also zur Rebellenkönigin. Und das war alles vor Nero. Also, naja. Und das, also die Boudica, für alle, die sich
interessieren. Egal. Auf jeden Fall, die war diejenige, die die 9. Armee oder die 9. Legion vernichtet hat. Und das ist ja schon mal ein Verdienst, würde ich sagen. Genau. Und ein Centurio oder Centurio, ja, eigentlich schon. Centurio hatten immer querstehende Helmkämme. Deswegen ist das hier jetzt ihr auch. Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen. Wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Sie haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgendwas, schlagt Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt die Schnauze, Keenan. Du nimmst den westlichen Pfad. Kontrolliere die Fallen. Die Nägel müssen bei der kleinsten Bewegung lossausen. Verstanden? Das ist so der typische Praktikant. Die Späher berichten von einem römischen Turm in der Nähe. Wir fragen, wann ist Pause? Aber sie werden nie da ankommen, nicht wahr? Richtig. Ach, schön. Was haben wir denn da? Haben uns wohl verirrt, was? Heute stirbst du! Yes. Feierabend um 17 Uhr, richtig? Aber, naja, wie gesagt, also die Offiziere wurden selten zu geheimen Geheimmissionen geschickt. Vor allen Dingen bei so gefährlichen. Weil Offiziere waren nicht so. Also waren rar damals, bis jetzt. Hier kann ich nicht herüber. Okay. Dann gehen wir hier nicht rüber. Wo sollst du denn sonst rüber? Ah, da ist ein Weg. Voll schön hier. Götter, welch Schicksal droht mir? Durch Fallen oder Strangulierung? Habe ich gerade gesagt, voll schön hier? Ja. Also die. Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Ja. Naja, die Kiegel. Schocking. Alter, wie viel? Alter. Ich finde eine sichere Stelle, um den Fluss zu überqueren. Haben wir geschafft. Na du, Schnucki. Schade, dass ich keine Pieter habe. Stopp, ihr römischen Schweine! Wie schnell der Tod war! Voll der mega Auftritt. Und dann so zwei Schläge und er ist tot. Schön. Sowas ist immer lustig. So. Speicherpunkt rechts oder links? Rechts oder links? Links hängen schon wieder die nächsten, deswegen werde ich. Danke für die Zeitlupe. Ich werde tot. Beziehungsweise ich würde die ganze Zeit so durch den Wald gehen. Das ist wie der Ninja, der 20 Saltos macht und dann in die Faust springt. Ja.
Ist echt so. Oder bei Indiana Jones kam es mal vor, dass der Indie halt ja, durch den Markt ging und dann kam ein Gegner mit einem Schwert und hat halt die ganze Zeit so voll mega Capoeira-Style gemacht. Und dann nach 20 Sekunden ist er fertig und dann macht der Indie einfach, nimmt die Pistole und erschießt ihn. kannst du hier auch Sperrere werfen? Wenn du die Pieler meinst, ich glaube nicht, weil ich keine Munition mehr habe. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Ja, wir beide. Hierher kommt keine Legion. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Schön. Die Boutique ist mit ihrer Taktik noch auf der Höhe? Sie hat den Angriff zur Ergreifung Commodos angeführt. Sie weiß, was sie tut. Boudica war echt. Das war auf jeden Fall ein Fehler, dass die Römer sie unterschätzt haben. Hi! Hallo? Was ist das denn? Das sind Römer. Nach deinem Aquädukt, Römer? Hast du irgendwo verloren? Arme Bastarde! Wie viele sind denn hier auf einmal? Stirb, Römer, stirb! Ah, nächster! Ergib dich oder stirb! Ergib dich oder stirb! Die dritte Option ist natürlich, tötet euch alle. Ist echt freundlich von den anderen, dass sie mich dann zu Ende kämpfen lassen. Ui, das war ein roter Angriff, ne? Sorry, ich habe bei währenddessen E gedrückt. Wir bringen das zu Ende. Nur wir zwei. Okay. Ja, das war nicht im Drehbuch. Eigentlich sollte die miteinander kämpfen und Harrison Ford war so müde und hatte keinen Bock drauf. Hat einfach die Waffe gezogen. Szene kenne ich. Davon behauptet man noch, dass es improvisiert war, weil ja,
Ja. Genau. Bestes Timing. So. Also da ist. Das war das erste Mal, dass ich die Falle gesehen habe und im Voraus schon Leertaste gedrückt habe. So ein Scheiß! Oh Mann! Was ist das denn? Ah. Wow! Ja. Wir brauchen einen Rip-Encounter für dich. Ey, so schlecht bin ich gerade nicht. Ah, so. So, aber ich glaube jetzt ist die Schlacht schon wieder von vorne. Warte, es ist schon. Feinde sind so gefühlt in jedem Spiel gefährlicher als die Endbosse. Ja, ist halt meistens ein Insta-Kill. So, es ist schon 17 Uhr. Ich würde sagen, wir machen kurz eine Pause. Und dann spielen wir ein bisschen Rome Toad War. Genau, aber erstmal kurze Pause, weil ich muss dringend auf Klöchen. Wieder so 5 Minuten? Oh, schade. Ja, wir können es auch so machen, dass wir hier das Arise weiterspielen. Also könnt ihr euch ja ein bisschen auseinandersetzen. Gut, dann bis, was ist nochmal die Pause? Dann bis gleich. The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.